Auch das haben wir eben schon gehört. Die Europäische Zentralbank belässt den Leitzins wie erwartet unverändert auf einem Rekordtief bei 0,5%. EZB-Chef Mario Draghi hat allerdings weitere Zinssenkungen nicht ausgeschlossen. Die Leitzinsen blieben so wörtlich längere Zeit unverändert und könnten gegebenenfalls auch niedriger ausfallen. Die Inflationsrisiken sieht Draghi weitgehend ausgewogen. Die Stimmungsindikatoren würden auf eine graduelle Erholung der Wirtschaft hindeuten. Allerdings würden die Abwärtsrisiken für das Wachstum überwiegen, so Draghi weiter. Und über die Hintergründe des EZB-Entscheids und der Abstimmung in Italien spreche ich jetzt mit David Kohl, er ist Chefvolkswirt bei Julius Baer. Herr Kohl, Draghi hat beschlossen, den Leitzins unverändert zu lassen und angekündigt, dass er noch lange auf dem niedrigen Niveau verharren wird. Wann wäre denn der richtige Zeitpunkt, um die lockere Geldpolitik wieder zurückzufahren? Ja, guten Tag. Na, das kann natürlich etwas dauern für die europäische Zentralbank, also für die Eurozone selbst. Wir haben ja nicht nur Abwärtsrisiken bei der Konjunktur, sondern tatsächlich auch Inflationsraten, die deutlich unter dem sind, was die EZB als Preisstabilität angeht. Und wenn man natürlich diese weitere schwache Konjunkturentwicklung nach vorne schreibt und hier tatsächlich auch Abwärtsrisiken sieht, dann wird es auch mit der Inflation, also Inflationsgefahren erstmal kaum sichtbar werden. Das heißt, das kann sehr lange dauern, insbesondere wenn man dann eine Erholung sich anschaut, die, schwach bleibt im historischen Vergleich. Also wir erwarten bei Zinsänderungen oder Zinssenkungen, bei niedrigen Zinsen tatsächlich, dass die EZB 2014 mindestens bei diesem Niveau bleiben wird. Die EZB räumt ja auch ein, dass die Leitzinsen sogar noch sinken könnten. Also ist die wirtschaftliche Situation in der Eurozone tatsächlich noch zu unsicher? Was muss denn passieren, dass die Zinsen wirklich noch mal gesenkt werden? Ja, das ist eine gute Frage, weil so viel würde das tatsächlich nicht bringen. Sie wissen ja, die Geldmarktsätze, also die Sätze, die die Banken sich untereinander berechnen, die sind ja schon deutlich unter den EZB-Zinsen. Die sind sehr nah an Null. Die Frage bleibt hier also wirklich, was bringt tatsächlich eine weitere Zinssenkung beim Hauptfinanzierungssatz? Sie würde vielleicht psychologisch was bringen, sie würde vielleicht etwas bringen, dass man tatsächlich dieses Vertrauen in diese Längerfristigkeit der niedrigen Zinsen erhöhen könnte. Und hier hat Draghi auch so Hinweise gegeben, dass die EZB gern immer dann handeln würde, wenn tatsächlich sich diese Geldmarktsätze von diesem 0%-Niveau lösen. Das heißt, wenn hier Erwartungen im Markt sind, dass tatsächlich eine Zinserhöhung kommt, dass eine Zinsnormalisierung kommt oder dass die Liquidität nicht so locker ist, dann könnte man sich Zinssenkungen vorstellen. Ansonsten jetzt in diesem Umfeld würde das ja monetär eigentlich kaum wirklich die monetäre Haltung der Europäischen Zentralbank verändern. Leitzinsen, Anleihekäufe, was hat er denn noch für Mittel, um halt eben, oder Instrumente zur Auswahl, muss man ja fragen, um hier Anpassungen vorzunehmen? Na, es sind weniger die Anleihekäufe, sondern tatsächlich, dass wenn nötig, das wurde ja auch nochmal bekräftigt, wenn nötig ist die Europäische Zentralbank hier bereit, auch wieder längerfristig, also über diese 3 Jahre, Refinanzierungsgeschäfte aufzulegen, wenn es halt nötig ist. Und die EZB scheint hier auch klar gemacht zu haben, das ist immer dann nötig, wenn man an den Marktzinsen, also an den Geldmarktzinsen tatsächlich Verwerfungen beobachtet oder tatsächlich ansteigende Tendenzen beobachtet, die ja nicht der konjunkturellen Lage entsprechen. Das wären also die zwei Hauptinstrumente hier tatsächlich, Hauptfinanzierungssatzsenkung und hier wieder die Banken längerfristig mit sehr viel Liquidität zu versorgen, also so viel, wie sie haben wollen. Es wird ja immer genau auf das Wording geachtet. Jetzt haben wir bei der Fed erlebt, dass erst so ein bisschen darauf hingearbeitet wurde, dass eben es dazu kommen könnte, dass die Anleihekäufe zurückgefahren werden. Das ist dann bei der letzten Sitzung nicht passiert. Also da war dann die Überraschung groß. Inwiefern ist es denn überhaupt sinnvoll, da jedes Wort der Notenbanker so auf die Goldwaage zu legen? Naja, das macht schon viel Sinn, weil die Zentralbanken jetzt, insbesondere bei der amerikanischen Zentralbank, ist man ja ungeschwenkt tatsächlich von diesen Anleihekäufen als weiter stimulierendes Instrument zu so einer Steuerung der Erwartungen nach vorne hin. Und damit erreicht man, dass man tatsächlich nicht nur die ganz kurzfristigen Zinsen, also die Übernachtzinsen hier steuern kann, sondern entlang der Geldmarktkurve, also auch im Bereich 3 Monate, auch im Bereich 6 Monate, auch im Bereich 12 Monate, diese Zinsen nach unten fahren kann. Und das hilft natürlich bei der Finanzierung, das erleichtert die Finanzierungsbedingungen in diesem Bereich. Allerdings nimmt das natürlich schon sehr, sehr
extreme Züge teilweise an, dass man da jedes Wort auf die Goldwaage legt. Ist wahrscheinlich aber auch der Unsicherheit geschuldet, weil man eben einfach nicht weiß, wie es genau weitergeht. Wir wollen nach Italien noch mal schauen. Also da hat jetzt Enrico Letta das Vertrauen auch von Berlusconi bekommen. Und Draghi hatte ja auch noch gesagt, dass insbesondere bei fiskaler Stabilität hat Italien einiges erreicht. Also was bedeutet das alles für die politische Zukunft Italiens? Ja, das ist richtig. Also fiskalpolitische oder ja, was die Fiskalpolitik angeht, kann man insgesamt Italien vielleicht nicht so viel vorwerfen wie anderen Problemländern in der Eurozone. Was natürlich bleibt in Italien, sind die fehlenden Strukturreformen. Und da muss man gar nicht so weit gehen, um den Arbeitsmarkt anzusprechen. Sind in Italien eine ganze Reihe Probleme, die den Unternehmen das Leben schwer machen, angefangen von Energiepreisen, Transportkosten und administrativen Problemen, die es dort gibt. Das heißt, hier wird viel verpasst in Italien tatsächlich, um Reformen anzugehen. Und das hängt natürlich auch mit etwas zusammen, was Draghi angesprochen hat. Die politische Stabilität braucht man, um diese Reformen anzugehen. Und die fehlt leider in Italien. Was haben wir da denn von Berlusconi noch zu erwarten? Ich meine, der könnte sich ja dann auch auf einmal wieder umentscheiden, oder muss man damit rechnen? Wahrscheinlich schon. Ja, also der Eindruck ist schon, dass das eine sehr, sehr, sehr strategische Entscheidung war. Ich denke mal, es sieht sehr danach aus, dass Berlusconi selbst gesehen hat, dass er keine Mehrheit für seine Entscheidung hat, hier tatsächlich Letta zu stürzen, derzeit, und dann schnell eingeschwenkt ist, um hier keine Niederlage einzustecken. Aber es bleibt weiterhin das Bedürfnis hier von Berlusconi in der Politik mitzumischen, und das verringert tatsächlich die Stabilität der Regierung in Rom. Was erwarten Sie von der Eurozone noch generell? Gut, von den Wachstumsgeschichten dürfte es stabiler laufen, vor allen Dingen auch besser laufen als von den politischen Entwicklungen. Wir haben ja hier auch noch in Deutschland im Prinzip eine unklare Regierungsbildung vor uns. Das heißt, die politischen Probleme dürften hier eher dominieren. Italien, das wäre gut, wenn wir hier ein bisschen Ruhe einkehren würden, denn dann ist tatsächlich die Bahn frei, insbesondere auf diesen Wahlen, das sind Regierungen Deutschland und Italien, ist die Bahn frei. Dann kommen erstmal lange Zeit keine großen Wahlen in der Eurozone, und dann wäre tatsächlich die Bahn frei für mehr strukturelle Reformen insgesamt in der Eurozone. Das hört sich doch gut an. Bahn frei. David Kohl von Julius Bär, vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen.